Für Plauen ist es die überhaupt erst zweite Wiesensaison, seitdem im Vogtland Berge rumstehen. Aber schon jetzt hat das Defilet der vor allem Teilnehmerinnen mindestens 4 Megastars am Start, nicht zuletzt ihrer Kleidung wegen. Jedes Dirndl ein Unikat, jedes mit eigenem Namen. Candy trägt die Dame in Türkis, Red Deluxe die Lady in Red. Und das Modell Leo Print ist das Oktoberfestfell der Leopardin. Ich habe mich dafür entschieden, weil es was ganz Individuelles ist, weil es was ist, was nur für mich ist und was in dieser Stadt kein Zweiter hat. Und das wollen wir Frauen ja eigentlich sein, individuell. Die tollen Stoffe und das Besondere eben. Es ist halt kein Kleid von der Stange, sondern handgefertigte Individualität mit einem besonderen Extra. Also ich trage Zwirndl, weil es sehr individuell ist und jeder Wunsch wird erfüllt. Also ich hatte schon ewig ein Leo Dirndl gesucht und dann die Stefanie hat es einfach möglich gemacht, weil es es so nicht gibt. Zwirndl statt Dirndl, da steckt schon im Namen alles drin und zeigt auch alles, was zur Wiesen und zu Plauen gehört. Die Spitze der Textilkunst als Spitze für den Rücken. Erfunden hat es Zwirndl Dirndl die eben erwähnte Stefanie. Sie selbst trägt aktuell versilberten Ton in Ton. Zwirndl ist eine kleine süße Wortspielerei, nämlich das, was ich verkörpere. Das Dirndl ist das eine Thema. Der Zwirn ist das andere. Und diese Verliebtheit, dieses Verspielte, dieses Miteinander mit ganz viel Herz, mit ganz viel Kreativität, das ist Zwirndl. Vorne so bezaubernde wie obligate Dekolletés wie auf der Wiesen oder der Vasen und hinten Transparenz und sinnliche Opulenz, da bleibt auch bei den Buam von Plauen kein Auge trocken. Dabei hat Stefanie Meine durchaus auch wegen der eigenen Tochter mit dem Zwirndeln als eigenes Kleiderlabel angefangen. Die Idee war einfach, ein Dirndl zu designen, was es nicht gab. Und da kam einfach meine Kreativität, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich mir ein Dirndl, was es einfach nicht zu kaufen gibt. Das war so zuckersüß, auch dieses Mutter-Tochter-Thema, das habe ich aufgegriffen. Das war einfach traumhaft schön. Dieses Dirndl, das ist ein Luxusprodukt, dass man einfach auch sagt, man möchte das auch nach einer Wiesen tragen. Also, dass es alltagstauglich wird. Aber auch für den Alltag hat Luxus seinen Preis. Die Kleider sind maßgefertigt und genau nach Maß anprobiert. Sowas kostet um die 1500 Euro oder mehr. Und trotzdem baden Stefanies Kundinnen nach dem Erwerb in einem Meer von Glück. Das ist halt genau meins. Ich bin begeistert. Ich finde das unheimlich sexy, ganz, ganz attraktiv. Das macht das so unwiderstehlich. Ich finde das einfach bezaubern, wenn man so einen schönen Rücken von einer Frau mit einer zarten Spitze einfach einhüllt und die Spitze aber auch wieder vorne in der Schürze kommt. Das macht ein Dirndl, was so traditionell ist, aber auch gleichzeitig so modern. Die Gesichter von Stefanies Kundinnen jedenfalls, die ihrer Töchter inklusive, sagen alles. Sie strahlen wie die Zwirndl, die sie umhüllen, mehr oder weniger.